Also wir fangen an mit den 15 Raketen, sind 6 Stück in der Packung, sind von Gao und ja, also die haben wirklich einen super Zerleger für Kategorie F2. Zünd an, Kevin. Sind 6 Raketen drin von 3 verschiedenen Sorten. Wir zeigen euch also von jeder eine. Ja, jetzt guck und bleib schön stehen. Guck schön genau. Oh. War ich ein wenig festgehängt, Kevin? Ja, angefroren. Die nächste. Jawohl. Das waren jetzt also die 3 Typen, ist von jeder Rakete 2 im Set. Kommen wir schon zur Nummer 2. Haben wir jedes Jahr dabei. Leslie Moskitos sind auch 6 Stück in der Packung. Und ja, die fliegen einfach mit einem krassen Sound in die Luft. Oder bleiben am Boden. Hast noch welche, Kevin? Okay, die sind also nicht schneetauglich. Kann man leider nichts machen. Also das bringt auch nichts, die irgendwie in die Wiese zu legen. Die brauchen wirklich Asphalt, sonst heben die einfach nicht ab. Dafür haben wir dieses Jahr neue Luftheule im Angebot. Letztes Jahr in Kategorie F1 von Xplode. Dieses Jahr von Funke aus Polen mit Silberschweif. Also ganz klasse Teile. Also ja, die sind ja eigentlich verboten, deswegen als Bodenfontäne, aber es kann ja durchaus passieren, dass da mal einer wegfliegt. Wir können das natürlich hier leider nicht machen. Also das waren die Funke Silberheuler. Von Funke gibt es auch wieder China-Böller in alter Machart, also handgerollt, dicke Wandung, graue gedrehte Lunde, wie es also in den 80er, frühen 90er waren, mit ordentlichem Knall. Die Akustik hier ist für Böller wirklich schlecht, das haben wir im letzten Jahr festgestellt, aber wir zeigen sie euch trotzdem einfach mal. Blindgänger. Ich hab's ja gesagt. Lass die Ohren wieder frei machen. Okay, du brauchst nicht noch einen schmeißen. Okay, dann ja, zünden wir trotzdem den Viper 3 Böller und gucken mal, was da passiert. Okay, ich glaube, könnt ihr mal klatschen? Brachial. Ich hoffe, es haben alle Ohrenstöpsel, also nicht zu unterschätzen. Okay, dann machen wir weiter. Wir haben auch ein wenig umstrukturiert, dass wir ein bisschen Leben da reinbringen. Es kommt jetzt auch einfach mal Batterie zwischen rein. Und zwar die Crazy Whistling Comets von Jorge. Also 300 Schuss Heuler Batterie und die sollte eigentlich relativ rasant durchziehen. Ja, mein Mann ist daheim, der wollte nicht im Grab Also, wenn man den Nachbarn ärgern will oder so, Silvestermittag, dann zündet man genau so ein Ding. Ich glaube, das hört überhaupt nichts mehr auf. Ja.
endlich. Okay, wir machen mit Heuler weiter, aber dieses Mal dauert es nicht so lang. War letztes Jahr die beliebteste Heuler-Batterie, Toshbüro 33. Also das sind Heuler, die steigen in drei verschiedenen Heultönen auf und ziehen einfach ewig lang. Also ist bei den Heuler-Batterien auch mein absoluter Favorit. So was Geiles habe ich echt noch nie gesehen. Viel Spaß damit. Stop. Das war die Toshbüro 33. Jetzt machen wir mit etwas Ruhigem weiter. Und zwar mit den Bengalos. Die haben wir in Rot, Grün, Blau und Gelb. 2,50 Euro das Stück. Das beschleunigt mal ein bisschen. Also wir könnten euch jetzt auch jedes einzelne Zeichen. Die gehen knapp eine Minute. Wir werfen jetzt einfach mal die ganzen Farben mal dahin, da vorne in den Schnee. Und ja, sollten wir ja erkennen. Sind auch als Jugendfeuerwerk zugelassen, also F1, das Ganze ja auch bei uns im Laden zu haben. Kann man ab 12 Jahren auch jederzeit zünden und sind eigentlich echt ganz nette Bengalos für den kleinen Preis. Und wem das nicht ausreicht, der kann zu unserem nächsten Artikel greifen. Das ist die Seenotfackel. Also das ist wirklich eine Seenotfackel, ist aber auch frei verkäuflich. Ich denke, die wird irgendeiner in der Hand halten und wird es euch zeigen. Die hat eine Abreißzündung auf der Unterseite, also Deckel wegdrehen und ja, sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und dann schießt das Ding also sofort los. Bis zu weit, Kevin oder Mo? Also damit kann man wirklich alles Mögliche ausleuchten. Also auf die Entfernung geht's, aber wer das Teil mal wirklich selbst in der Hand gehalten hat, der merkt, also reinschauen ist da wirklich eine ganz schlechte Idee. Hat hier eigentlich heute jemand Geburtstag? Ich! Happy Birthday! Hochzeitstag? Ist ja lahm. Jetzt wollte ich hier mal gratis Glühwein verschenken und keiner schreit hier. Also hat noch jemand Geburtstag? Alle. Alles war klar. Alle. Und der nächste Artikel sind auch von Nico, die uns die Bengalos schon spendiert haben. Das sind Stroboskopfackeln, die gibt es in Weiß und in Rot, also die blinken dann relativ grell. Ebenfalls Jugendfeuerwerk, wie gesagt in Weiß und Rot, 2,95 Euro das Stück. Also auch ein echt schöner Artikel, kann man auch in der Hand halten, also sind dafür gedacht. Cool, oder? Ja, das ist doch. Oh, ihr bittet